Prügelzeit! Jo, was willst du, Mann? Unzählige Missstände! Wir sind umzingelt! Unzählige Missstände! Paradies! Wundervolle Welt! Verdammt, wir müssen kämpfen! Ja, klar! Wir müssen kämpfen! Neko kommt einem total entsetzen. Was denkt sich Kai? Ich grinse mal jetzt ganz breit. Von einem Ort zum anderen. Ich freue mich, dass ich so prügeln darf. Wie Joshis Gesicht aussieht, das weiß ich gerade nicht. Ich sehe nicht. Ich habe keinen Gesichtsausdruck. Traurig. Ich weiß, es ist total merkwürdig. Ich habe keinen Gesichtsausdruck, der ist auch nicht traurig. Oh, da kommen wir mal der Neue nach. Wir sind ja auch umzingelt. Eben. Ist mir nur gerade aufgefallen, was? Ich sehe auch, dass hinter uns noch welche sind, aber ich überlege mir gerade, dass ich den hier trotzdem vorher kaputt haben möchte. Ja, wir müssen ja einen nach dem anderen fertig machen. Und das scheint momentan noch als der Rest. Vorletzte zu sein. Die drei Vorletzten oder so. Drei Vorletzten. Ja, das sind drei auf einem Fleck oder so. Boah, lass sie doch. Die zwei auf einem Fleck. Vielleicht ist einer von denen schon wieder weg. Der verboten hat. Wir kommen auf den nächsten Level. Aber ganz ehrlich, Beat hat seinen Traum schon erfüllt, seinen ausgedachten. Wer so gut skaten kann, dass er das als Waffe gegen Sensenmänner benutzen kann, der ist meiner Ansicht nach der beste Skater der Welt. Ja. Fast 200 PP. Wow. Ne, Kussverteidigung. Und Geld. Keuch. Haben wir sie alle erwischt? Ja. Was zur Hölle wollen die, Mann? Das sind ganz Müll bei Lösung. Hier, die wollen der Lösung. Ich kapier das nicht, yo. Es sind nicht nur die Straßen. Die Reaper benehmen sich auch komisch. Was steckt dahinter, dass sich unterer Garten und rote Gurken so verändern? Rote Gurken! Liegt es wirklich daran? An den Pins? Hey, Neko! Wach auf, Mann! Wir müssen Eisengesicht finden! Okay! Entschuldigung, wenn ich jetzt jemals aus irgendwelchen Gründen auch immer einen Fußballverein gründen sollte, dann ist das, dann wird der Rote Gurken heißen. Rote Gurken Brambauer oder so! E.V. Viel Spaß! Was zum Teufel? Die Mauer ist kaputt! Als ob das von der anderen Seite durchgebrochen wäre. Aber das war eine Mauer der Stufe 4, Mann. Die rennt man nicht einfach ein. Doch, Stufe 4, Pin voraus. Nicht mal die hohen Tiere. Aber was dann? Egal, weiter. Hey, langsam. Das kann gefährlich werden. Nein, die ist von innen aufgebrochen worden. Das ist gefährlicher als jetzt weg. Ja. Und wenn Eisengesicht da drüben ist? Okay. Aber pass auf, das könnte eine Falle sein. Die denken hier noch! Hier denken die noch! Ja. Ah, es sind noch denkende Menschen unterwegs, wie gut! Manche da! Ja, das sind die, die sich gegen den Trends verweigern. Ja. Also, ich könnte denken. Oh, ein neuer Wolf! Wieder ein Kauerwolf. Das macht sie zu neuen Wölfen, oder? Ich überlege gerade, wir haben eine 160er Treffer-Kombo. Ja, du hast nicht deinen. Na, keine 200! Sie ist irgendwie unterbrochen worden. Du hattest da
in der Ecke 4 Pinguine und dann hast du einmal die Kette durchgezogen. Nein, ich habe 3-mal die Kette durchgezogen. Oh, unser Pin entwickelt sich weiter und das mal. Du hast ihn auf den Kopf gedreht. Und ein bisschen mehr verdreht. Ich dachte mir so, oh mein Gott! Oh mein Gott, guck mal, Bean, unser Pin entwickelt sich weiter! Die Augen glaube ich auch anders. Nico, glaubst du, ich falle da jetzt drauf rein? Ja, dann gucken wir mal. Ja. 30%, aber einer. Und direkt 3 Stufen. Ja. Yeah. Irgendwas muss da dran. Warte mal, geh mal zurück nochmal ein. Eine kleine Menge LP. Und Leben, LP in Zug zu heilen, ja. Das ist im Endeffekt so, kann ich jetzt auch wieder besser. Ich guck mal, ob wie der sich weiterentwickelt. Ja, vielleicht wird er ja noch stärker, richtig. Stärker und vielleicht kriegt er auch mehr Anwendungen, die ihn vielleicht besser machen. Wir wissen nicht, wie viele Anwendungen er hat. Richtig. Wenn er 5 Anwendungen hat. Nee, das. Oh, das kennen wir doch. Ja, ein tabu-neues Ding. Was soll das? Das sieht aus wie Brandspuren. Dieser Ort. Hier hat Meister Messi sein Chaos veranstaltet. Keine Spur von Eisengesicht. Suchen wir woanders. Langsam. Wir sollten uns das anschauen. Wie denn? Ich fotografiere das mal mit dem Handy. Ja, von wann? Ja. Du kannst 3 Fotos machen, ne? Ja, also. Also gestern war es noch eine. Das sieht aus wie beim letzten Mal, als ich hier war. Nichts anders als sonst. Ich mach nochmal ein Bild. Vorgestern war auch alles noch gut. Nichts anders als sonst. Ich mach nochmal ein Bild. Das gibt's doch gar nicht! Was? Zeig mal her. Yo, Mr. Hanekuma. Hanne. Der Kaffee-Onkel! Das ist er doch, oder? Mr. H. Was macht er hier? Was hat er hier draußen gemacht? Warum? Siehst du, habt ihr doch gesagt, dass an dem ist was faul. Warum kommst du hierher? Das passt doch nicht zusammen. Das kann nicht Mr. H sein. Los, gehen wir mal so in sein Café. Hä? Von was redest du da, Mann? Erst müssen wir Eisengesicht finden. Mr. H's Café liegt in der Cat Street. Dort haben wir noch nicht gesucht. Ah, kapier. Zwei Klappen mit einer Fliege. Ja, macht das schon falsch und ihm war es auch noch falsch. Ja, dann korrigierst du ihn doch. Dann nichts wie los. Okay, dann los wie nichts. Mr. H. Willkommen am Ort der lebenden Menschen. Der denkenden Menschen. Ach, guck mal da, hast du ein paar Pietsachen. Maximale Fusionsstufe erhöhen. Deinen Angriff erhöhen. Ach komm, das nehmen wir. Mehr Beat Power. Verteidigungsbonus für Neko, ja. Solange er mit Beat befreundet ist. Ich glaub, wäre auch noch was, ne? Ich meine, ich hab's ja. Das zum einen und zum anderen mehr Verteidigung ist auch nicht das Schlechteste. Ne? Ach, guck mal. Ach, dürfen wir jetzt auch wieder so rum? Ja, dürfen. Nö. Aber coole Posen haben sie. Hey, schau mal! was ist mit euch los? Stopp! Nicht näher hin! Sie sind nicht sie selbst! Die Missstände! Paradies! Hey, wacht auf, ihr Idioten! Verdammt! Nicht auch noch die! Was zur Hölle ist hier los? Sie kommen auf uns zu. Ich würde ganz schnell deinen Pin loswerden, den du auch noch im Inventar hast. Den roten. Ach, Quatsch.
Ich habe noch einen roten Pin im Inventar. Ja, du hast mal irgendwann einen gefunden. Tut mir leid, dass ich das tue. Wir sind ja jetzt Freunde und so. Du brennst eigentlich. Du solltest mich da nicht angreifen können. Ich sage, lass das Kai machen. Kai kennt solche Spiele besser als ich. Mein Gehirn ist zu sehr drauf getrimmt. Da ist eine mögliche Kombination, die muss ich nehmen. 200 Schaden, das tut weh. Bei mir oder bei ihm? Bei dir. Er hat 222 Schaden bei dir gemacht. Ich denke mir gerade nur, dass wir, wenn das nochmal machen, muss ich den Pin wechseln. Ja, deshalb arbeite ich ja gerade schon die ganze Zeit dran, die hochzuhalten. Vito! Fahr mit deinem Fahrrad! Skateboard! Heil uns! Fahr mit deinem Fahrrad! Ja, das hat er woanders stehen. Fahr mit dem Fahrrad. Es ist nämlich nicht sein Traum, der größte Skater der Welt zu werden. Er will der beste Radfahrer der Welt. Was machen? Oh, die können Kombo-Angriff machen. Hi. Das überleben wir nicht. Glaube ich auch nicht. Oder doch? Ich krieg's aber nicht hin, den zu aktivieren. Gedrückt halten. Hab ich, Fuchs! Echt? Ja! Entschuldigung! Was meinst du, was passiert, wenn ich hier so drück? Ja, ich verstehe diesen Pin auch nicht. Zumal er bei der Weiterentwicklung meiner Ansicht nach schlechter geworden ist. Ist er auch. Da ist die Frage, wenn er sich dann nochmal weiterentwickelt, dann jetzt weiter levelt, ob dann was passiert, was Besseres. Aber das wollte ich eigentlich ausprobieren, aber das hat so storytechnisch nicht gepasst. Nee, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Beat! Ah!
Dem ausweichen. Das war nämlich dieser harte Angriff von ihm. Ich denke mir gerade, I couldn't care less. Okay. Beat! Manchmal will er sich einfach nicht steuern lassen! Beat! Benutzt die Kanne einmal. Wieso können wir uns nicht heilen? Ich hab keine Ahnung. Das sind die Pins, die ich von uns nutzen möchte. Ready for a beatdown? Kann es vielleicht sein, dass du einer deiner anderen Pins damit dann schräg haut? Nee. Nein! Meine Aktivierung dafür ist auf den Pin drücken. Eben. Und meine anderen Aktivierungen sind, ich will durch die Gegend klicken und über den Bildschirm ziehen. Was probieren wir mal aus? Sag mal! Keine Ahnung, warum der das jetzt genommen hat. Oh. Jetzt wird's Kai doch mal wissen. Pick it up, phone. Jetzt wird's Kai aber wirklich wissen. Ich glaube, wenn sie gleich aufkommt, muss sie erstmal zum Mond. Ich glaube, sie heilt nämlich, wenn sie reinkommt. Mag sein. Beat! Gut, sie heilt jetzt nicht so massiv für die Kippe. Beat. Immerhin mit 3,0.
Gedauert. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, um die Heilpins zu aktivieren. Ich habe offensichtlich zwei aktiviert, aber frag mich nicht, wann und wie. Einen habe ich versucht zu aktivieren. Das einmal, also einmal habe ich es bewusst versucht, hat nicht so ganz geklappt. Flammenblume. Ich sehe alles nur keine Blume da drin. Doch, die versteckt sich hinter der Rakete. Okay. So, lass mich sprechen, Mann, dann lass mich mal den Pin angucken. Keuch. Keuch, Keuch. Das hält sie, Keuch, hoffentlich auf, Keuch. Bringen wir es zu Ende, Beat. Moment, Mann. Bitte. Lass sie laufen. Laufen? Die greifen uns doch noch wieder an. Ich weiß, aber... Sie sind nicht böse. Das spüre ich. Die sind nicht böse. Die sind nur verkorkst, wie alle anderen auch. Naja, sie benehmen sich auf jeden Fall anders als gestern. Aber wenn du falsch liegst... Wenn sie uns wieder angreifen, dann lösche ich sie selber aus, das schwöre ich. Okay, einverstanden. Schau mal da. Rote Schädelpins? Jo, das sind die Dinger, die Leute im roten Gurkenregal tragen. Wieso hatte Team Lolly die jetzt auch? Ja, yeah, das sind Reaper. Ich dachte, die Reaper sollen diese O-Pins dabei haben. Hey, sind das vielleicht dieselben? Ich weiß nicht. Egal, verziehen wir uns, bevor die zwei aufwachen. Guter Tipp, Mann. Weg hier. Gute Nacht. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosenbäder, Nacht, mit Näcklein besteckt, Schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, bist du wieder geweckt. Harmonie, meine Freunde. Ich dachte eher, sowas nennt man Disharmonie. Ist auch eine hohe Kunstform. Die alle gehen, Kreuzung? Schon wieder ein Tag vorbei? Oh nein, verdammt nochmal! Das darf doch nicht wahr sein! Was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Hey, reg dich ab! Heute ist Tag 6! Nein! Reg dich ab, habe ich gesagt. Wir haben noch Zeit. Mist! Hey, für Nervenzusammenbrüche reicht die Zeit aber nicht. Jo, ich bin auch nur ein Mensch! Also, ich war mal Reaper. Wenn die eiserne Jungfrau die Wahrheit gesagt hat, dann werde ich heute echt zum Geist. Wir müssen es trotzdem versuchen. Was tust ja, du? Ja, ich guckte mich gerade um. Alles gut. Da ist das Trinken. Ja! Gehen wir zu Mr. Anikoma. Wow! Oh klar, Cat Street. Dort haben wir uns noch nicht umgeschaut. Okay, schick Eisengesicht auch. Ach so, nicht schick Eisengesicht und hin. Okay, schick! Eisengesicht ist auch dort. Das habe ich im Gefühl. Vielleicht. Ohne Kampf gebe ich nicht auf. Los! Mr. H. Ich muss die ganze Geschichte erfahren. Hundertprozentig feststellen, dass er nicht der Komponist ist. Aber wie frage ich ihn sowas? Hey, Mr. H., sind Sie der Komponist? Los! Schon gut, ich komm ja! Los. Es sind auch wesentlich mehr Leute, die einfach nur rumstehen. Hm.
Wow! Das kann nicht wahr sein. Ja, das ist gruselig. Alle hören denselben Sender. Shibuya wird konsolidiert. Aber in dieser Stadt geht es um Konflikt. Das weiß ich jetzt. Ich hatte Angst vor Zusammenstößen, Angst vor Veränderung. Ich wollte es nicht hören. Aber Mr. H. hat mich wachgerüttelt. Und das ist nicht Shibuya. Yo. Alles okay? Hä? Ja. Wir müssen los. So, Kauf auf Shibu. Entweder kommt Kauf auf Shibu vorbei oder Guy Center Street. Ich glaube, vielleicht Guy Center Street war das, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in dieser Stadt einfach immer noch nicht aus. Ich habe auch absolut keine Ahnung. MX. Also ich glaube fast eher am Center Guy. Shibuya. Dann geht's zu Shibuya. Shibuya. Hall, von da aus eben nach Spain Hill. Eben, von da kann ja Spain Hill. Und an Spain Hill vorbei müsste es sein. Eben. Ihr fragt auch alle, die schicken. Anstecker. Was war das für ein Vieh? Das waren mehrere, die übereinander lagen. Das linke? Ein Elefant. Okay, die wollte ich jetzt nicht alle auf einmal angehen. Oh, und ich wollte mir gleich meinen Pin angucken, den neuen. Du hast einen neuen? Ja, ich habe hier das die Flammenblume gekriegt. Ach so, richtig. Heute gibt es Froschschenkel. Dem ist doch kaum was dran. Und die sind so gummiartig. Aber gut, sind Delikatessen. Können wir immer noch teuer verkaufen. Pins. Feuerblume. Im leeren Raum drücken. Explosion. Da hatten wir schon mal einen von. Hat schon auch nicht geklappt. Meine aktuellen Kombi echt zufrieden insofern. Dann bleib bei deiner Kombi. Das gucken wir uns jetzt an. Ich glaube eher, dass es eins von diesen Nashörnern und Hutterus-Dingern sein kann. Es ist ein Elefant. Schön, wie Kai mitten im Satz abbricht. Und dass da nicht Kai da steht. Nee, ich stehe auch hier hinten. Come back to me, bro again. Ich hab verstanden. Come back to me when you have grown again. Ich höre denen nicht zu. Okay. Yo. Okay.